eine neue Runde kurz geschnackt. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ministerpräsident, der Landesvater Stefan Weil, schön, dass Sie hier sind. Tolle Location, ne? Wir sind beim Landerlebnis Jansen in Westerstede. So viel Werbung darf man machen, oder? Moin. Und das ist wirklich toll hier. Also wenn man hierher kommt, wirklich tolle Atmosphäre. Man wird erstmal von der Herde Ziegen begrüßt und so weiter. Aber auf vier Beinen übrigens. Ja, sehr schön. Kurz geschnackt, wenn Politiker bei uns sind, sollten sie immer Sätze vervollständigen. Das machen wir, damit es nicht reine Monologe werden. Und mal gucken, was unser Ministerpräsident zu sagen hat. Zuletzt hat mich richtig gefreut, hier angekommen zu sein. Der Rodewalder Wolf ist ein echtes Problem, der versteckt sich, obwohl er jetzt ausnahmsweise sich doch mal blicken lassen müsste. Der Wolf in Niedersachsen an sich ist aus meiner Sicht schon in Ordnung, aber zu viel ist zu viel. Und vor allen Dingen, wenn sie verhaltensauffällig sind, dann muss es auch die Möglichkeit geben, sie zu entnehmen, was so viel heißt wie sie zu töten. Dass VW bis zu 7.000 Stellen streicht. Das ist im Moment, glaube ich, noch eine reine Spekulation. Da ist sehr viel erstmal gewissermaßen für bare Münze genommen worden, worüber noch gar nicht innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Gremien geredet worden ist. Also insofern sollte man sich dann melden, wenn man Ergebnisse hat und nicht vorher. Unsere Landwirtschaft ist für Niedersachsen ein echtes Fund und im Moment verdient sie aber ehrlich gesagt auch die politische Unterstützung. Wenn ich zum Beispiel an die Landwirte denke, die Tiere halten, da höre ich immer wieder, ja, wir wissen, wir müssen uns ändern, aber bitteschön, die Gesellschaft, die muss auch wissen, dass wir in einem Markt sind. Das heißt, die Konsumenten, die müssen auch ein bisschen mehr Geld gelegentlich zahlen, wenn sie mehr Leistung wollen. Schließt sich quasi an, dass Landwirte sich als Boomer der Nation fühlen. Das kann ich manchmal verstehen. Ich habe dazu ziemlich viele Gespräche geführt. Manche davon sind mir auch wirklich unter die Haut gegangen. Also man sollte sich vor reiner Schwarz-Weiß-Malerei hüten. Ich weiß, dass mein Name oft im Zusammenhang mit Berlin genannt wird. Deshalb hier und heute ganz klar, mein Engagement in der Bundespolitik ist jetzt schon sehr ausgeprägt, aber ich weiß, wo ich meine Brötchen verdiene, nämlich im schönsten aller Bundesländer in Niedersachsen. Wir sprechen uns wieder. Ob ich Freund oder Gegner einer großen Koalition bin? Ich denke, die große Koalition in Niedersachsen funktioniert wirklich gut. Im Bund ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber in einer Demokratie müssen Parteien vor allen Dingen auch in der Lage sein, zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu schließen. Robert Habecks erster Auftritt als Grünkohlkönig war bemerkenswert. Nach der Europawahl wird die Europäische Union weiter durch schweres Wasser gehen. Ich finde, es kommt darauf an, dass wir gerade in Niedersachsen allesamt zur Wahl gehen und europafreundliche Parteien wählen. Ehrlich gesagt, der Wohlstand in unserem Land hängt zum guten Stück auch von Europa ab. Die SPD schafft es aus dem Umfragetief nur, wenn wir jetzt mal es wirklich schaffen, über eine längere Strecke hinweg klare Schwerpunkte zu setzen, wirklich nachvollziehbare Positionen zu vertreten, wie uns das zum Beispiel bei der Grundrente gelungen ist. Davon brauchen wir mehr. Ja, ich weiß, dass Wohnen vielerorts zu teuer ist, aber das ist ein dickes Brett, an dem wir derzeit bohren müssen. Wir brauchen mehr Wohnungen, also es muss mehr gebaut werden und dann brauchen wir vor allen Dingen auch mehr Wohnungen für Gruppen, die es schwer haben, den sogenannten sozialen Wohnungsbau. Und da wird man in ein paar Tagen von der Landesregierung hören. Liebe Schüler, ihr demonstriert für den Klimaschutz. Ich als Ministerpräsident sage euch, dass das prima ist und auch notwendig ist. Gelegentlich ist es wirklich so, dass Politik auch Druck braucht. Wind und Wellen und die Gorch Fock. Ach. Das ist im Prinzip was sehr Feines, nur im Moment natürlich echt eine ungute Geschichte, dass eine Kostensteigerung um das 13,5-fache vorläufiger Wasserstand eintritt. Das ist echt nicht normal. Letzter Satz. Ach Gott, und jetzt soll ich auch noch etwas zu Hannover 96 sagen. Mein Lieblingsverein ist gerade Hannover 96, das ist uns, das bleibt so. Im Fußball ist es doch so, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Im Moment verlieren wir allerdings nur noch. Kurz geschnackt mit dem Ministerpräsidenten, 4:11. Danke.